Ach, hey, willkommen. Mein Name ist dann die Royal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Gunner Plaza betreten. Zum ersten Mal, ja, ich glaube schon. Und gegen ganz viele Gunner gekämpft. Ich glaube, wir sind noch ein paar. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir haben jedenfalls zwei Legendäre schon kaputt gehauen. Und einen Typen namens Ryder, der irgendwie ein Holoband neu hinterlassen hat. Dass er nicht zufrieden mit so einem Typen ist und seiner Stationierung, und ja, dann kam ich. Ja. Weiß nicht, ganz oben ist noch irgendjemand. Ach ja, den haben wir ja noch gar nicht. Ganz oben ist noch jemand stationiert, angeblich. Keine Ahnung. Geschafft. Da ist hier wartet noch irgendein Boss-Charakter, sag ich mal. Super. Den wir fertig machen können. Mit der Axt läuft es komischerweise richtig gut. Ich schaffe damit irgendwie mehr Gegner zu erlegen als mit meinen Pistolen. Sehr gut, ne? So, Frage ist jetzt, wo soll ich jetzt hin hier genau? Was haben wir hier? Oh, hi. Was? Danke, Kotzwald. Mach die fertig, das sind nur normale. Ich geh da nicht durch, da brennt's, hallo. Jetzt nicht mehr. Einer. Darüber, warum zieh ich bei dem so wenig ab? Boah, wieder weggeflogen. Ja gut. Das lief noch schillig. Pulsgranate, gut. Ah, keine Stimpacks, ich brauche Stimpacks. Ich habe sehr viel verbraucht. Ich habe nur 36. Also ich weiß nicht, vor zwei Aufnahmen angefangen habe. Da. Oh, Meister. Geh weg da. Da hatte ich noch irgendwas mit 50, 51 oder so. Jetzt habe ich nur 39. Ja, es sind auch viele Gegner gekommen in den letzten Folgen, in den letzten zwei Folgen. Ja gut. Schön. Ah, was haben wir denn alles? Sich nicht so gelohnt, wo ich hier alles mitgenommen habe. So, aber hier wollte ich nicht hin. Ich wollte nach oben. Ja, sag mir jetzt mal an die letzten. Wahrscheinlich muss ich zu diesen ganzen Orten, die ich hier jetzt schon offscreen, also nicht offscreen, aber so nebensächlich erkunde. Muss ich wahrscheinlich irgendwie durch irgendeine Story oder so irgendwann mal betreten. So storymäßig, und ja, bin schon viel zu früh hier. Wahrscheinlich, weil ich komme ich mit irgendeinem Begleiter oder so irgendwann mal irgendwo rein, was das alles voll einfacher machen würde. Ich mache es mir voll schwer, irgendwie sowas in der Art, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Werkzeugkoffer, okay. Das ist bestimmt jetzt nur ein Kampfgewehr drin, ne? So ein ganz normales Kampfgewehr, ich sehe das doch. Cool. Ist gar nichts drin gewesen. Ich sage das doch. Und stinknormales Kampfgewehr. Für das bin ich hingekommen. Das war traurig. Das ist echt traurig, Leute. Dafür habe ich gegen zwei legendäre Dinge gekämpft hier. Zwei legendäre Gunner. Einen Typen mit Namen, der auch nicht so einfach war. Ne? Boah. Ich nur wissen, wie man nach oben kommt irgendwie. Also angeblich auch jemand stationiert. Ich bin ja schon ganz. Man gibt aber kein ganz oben. Da, so, sind wir fertig.
Warum sieht die Karte auf einmal so aus? Scheint noch nicht vollkommen fertig zu sein. Fertig mit den Nerven, aber noch nicht fertig. Ja, ne, da unten sind dann noch welche gewesen. Ja, noch mehr Gunner. Oben? Ach ja, da war der Keller. Ach. Stimmt. Hier oben ist noch ein bisschen Action, habe ich das Gefühl. Ah, super. Erdgeschoss. Erdgeschoss? Legendärer, ehrlich? Ich wollte schon sagen, so in deiner Video ist ganz runtergegangen. Wow, für den legendären hältst du aber nicht viel aus. Wow. Super Sledge. Jetzt auf der Typ hatte besseren Loot als. Kurz, warte mal. Hey! Ganz vielleicht ein paar Sachen von mir hier schleppen. Also mein Schrott. So. Hier für den Legendären hat er echt nicht viel ausgehalten. Ich spiele auch auf Dingens, ne? Überleben, ja. Ich dachte, das Spiel irgendwie so automatisch so runter switcht. Wenn er denkt, irgendwie, ich komme nicht klar. Altes Mittagessen. Ha, ich habe schon mein altes Mittagessen in den Schreibtisch gestopft. Er macht den scheinbar nicht so oft auf, denn er glaubt, Boris stinkt so. Das Essen liegt jetzt schon ein paar Wochen da drin. Sollten wir es ihm sagen? Wow. Unsozial. Ja. Merkst du heute jetzt erst? Ich hasse meinen Job. Ja, ihr Manager und Vorgesetzte, ich hoffe, ihr lest das. Nicht nur, dass ich in der Ecke festsitze und das Management noch einen Tisch neben meinen quetscht hat. Die Lampe über mir flackert den ganzen Tag, die Wände beim kleinsten Anzeichen von Regen feucht. Das Management steckt ständig einen ausländischen Praktikanten zu mir. Das, ach egal. Boris, du stinkst. Ja, Boris, ich schreibe gerade über dich. Ja, ich habe gemerkt, wie du den ganzen Tag versuchst zu lesen, was auf meinem Bildschirm steht. Und ja, die meiste Zeit tue ich nur so, als ob würde ich arbeiten. Ja, das kannst du lesen, auch wenn du vermutlich mal richtig lesen kannst. Hatte ich schon erwähnt, dass du stinkst, und zwar wirklich übel. Ich hasse meinen Job. Mit freundlichen Grüßen. Was? Auch mal habe ich keinen Namen. GNN-Angestellten. Hi, Angestellter 68. Hi, Jim, mein Praktikum ist fast vorbei, und ich werde mich bald wieder auf den Weg nach Hause machen. Ich weiß, dass du das hier lesen willst, weil nun ja, weil du eben sowas machst. Es tut mir leid, dass ich dir das Leben hier so schwer gemacht habe. Ich hoffe, mein Gehen wird etwas Freude in dein Leben bringen. Bitte vergiss nicht, dass du hier einen Job hast. Wie die meisten meiner Landsleute sterben würden. Du kannst dich also glücklich schätzen. Ich bin auch froh, dass du den Gestank erwähnt hast. Denn ich dachte die ganze Zeit, du wärst das. Deshalb habe ich auch immer über die Schulter zu dir geschaut. PS, ich kann sowohl lesen als auch schreiben. Und zwar gut. PSS, PPS. Ich könnte auch akzentfrei sprechen, aber mit dem Akzent halten die Leute mich für wahnsinnig schlau. Mach's gut. Zum Teufel? So, okay. Mann, nein. Oh. Kurzwort, macht die platt. Kurzwort, du bist scheiße. Wollt einer am Boden. Sehr gut. Habe ich noch granatenmäßig irgendwie was? Nö.
Da ist ein Roboter, der in Flammen steckt und die schießen über auf mich. Los, Dreck. Wurf. Verdammt. Er ist nicht tot. Verdammt, er ist nicht tot. Was zum Teufel? Ja, wenn ich mich hier nicht zum Feind für die Gunner mache, ne? Wenn ich hier alle erledige. Kommen immer noch welche. Gehen wir mal hier rein. Ah. Ich will eigentlich diesen Part hier raus. Langsam, ey. Das ist mir langsam ein bisschen zu viel hier. Oh, das habt ihr alles durcheinander gemacht. Ich brauch Stimpaks. Ausnahmsweise. Wir halten nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Und er hat es irgendwie nicht gemacht hier. Nix. So tief sind die, ehrlich. Naja, wie soll ich denn da vorbeikommen? Da kommen wir mal wieder neue, ne? Oder auch nicht? Ja, weg geht's also noch ein bisschen weiter, sehr gut. Wenn mir noch einer begegnet, dann komme ich mit einer Axt. Das glaubt man. Was da im Aufnahmestudio sind ganz viele, ne? Ja, ist irgendwie so eine Art Vorgänger von Galaxy News Radio, oder? Galaxy, wie ist er nochmal? Galaxy News? Irgendwas. Oh Gott. Komm nicht hier hin, ne? Kommen sie noch nie, wenn ich jetzt will. Nur meine Mine nicht vergessen. Ich habe einen Gunner gehört. Und der hat mich gehört. Wir haben uns gehört. Wo seid ihr? Warum ist dieser Ort denn so riesig? Kann ich einige Leute hier irgendwie schlafen oder so? Müssen alle wach sein. Ich weiß, ich habe viel Krach gemacht hier drin, aber trotzdem. Ghana! Duell. Hey!
Erfahrungspunkte dafür bekommen. Mann! Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen. Oh doch. Beziehungsweise du nimmst den Müll mit. Soll ich den, muss ich den Safe, den mache ich so auf, hallo? Erfahrungspunkte. Ich wüsste, wo hier ein Safe ist. Wo ist hier ein Safe? Hallo? Wo ist denn Safe? Hallo? Wo ist der? Oh. Okay. Kannst du mal helfen, mir mal suchen? Ich suche hier einen Safe. Ach, da. Boah. Boah. Ich tue keine Erfahrungspunkte aus dem Fenster werfen. Ja. Hm. 12 Erfahrungspunkte. 12! Hm. Okay. Bin ich wahrscheinlich da hinten durch. Die sind immer noch nicht in meine Mine reingelaufen, oder? Was? Hi, na? Mein Gott, sind da viele. Pass auf, ihr könnt hier jetzt halt irgendein Irrer mit einem Raketenwerfer rumlaufen, ne? Ah. Ich will auf jeden Fall Raketen besorgen danach. Hat zwei auf einmal. Ich komme irgendwie so da rum. Wo bin ich hier wieder? Hi, na? Wo bist du denn? Hi, na? Warum mache ich da viel Schaden? Komischerweise. Ja, irgendwie schon, ne? War jetzt nicht so schwer. Und da ist das große Nichts. Wow. Ich habe ja ein Portal zu einer anderen Welt gefunden. Eine Plasma-Pistole. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Molotow. Sehr cool. Warum laufe ich überhaupt hier mit rum? Mit meiner sagen. Kann mir dann einer sagen. So viele Gegner sehe ich jetzt hier nicht mehr. Oh, Captain Wes, ehrlich. Ist noch ein starker Typ. Ich werde hier nie rauskommen, wenn hier dauernd so starke Gegner sind. Hotspot.
Ja, steh auf. Mein Gott. Komm noch mal einmal, sollte mal funktionieren. Alter. Ich will das Ding umschreiben. Boah. Ehrlich. Ehrlich. Einmal, ne? Oh mein Gott! Er bringt's natürlich jetzt wieder voll. Live. Aber echt? Und ja. Oh mein Gott! Ja, toll, kann ich glaube ich nicht umstellen. Hi. Da auch nichts mehr. Hier ist sowieso kein Gegner, geil. Ich werde hier noch Stunden festsetzen, habe ich das Gefühl. Ja, das lohnt sich am Ende nicht. Dann springe ich in ein Dreieck. Oder in ein Pentagramm. Was? Parallelogramm, ich springe ein Parallelogramm, genau, da wollte ich sagen. Ich Pentagramm. Komm ich auf Pentagramm, Mann? Wie schön. So viel Platz habe ich aber, glaube ich, nicht mehr. Den werde ich mir mal merken. Ich werde mit dem Fatman reingehen und alles weghauen. Der wird wahrscheinlich nicht umsonst hier sein. Trotzdem. Oder waren nicht mehrere Wege? Nee. Herrlich. Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt natürlich einer hier vorbei. Chris, was? Wie viele Leute sind hier eigentlich? Oh nein, ich dachte, ich habe Vitamine. Treff die. Boah. Boah, ehrlich? So viel? Ist nicht, weil es schon ein bisschen zu viel aussieht? Ich jetzt Skyrim. Alter, warum macht die mir das so schwer? Du bist verdammte Olle mit einem Schlagstock, ey. Die hat mehr aus als ein legendärer Freund, ey. Die Krise. Dann lief da auch noch wieder einer mit einem Namen herum. Wahrscheinlich sind die irgendwie alle gut und so und. Was? Einfach umgefallen. Wahrscheinlich sind die alle irgendwie gute Leute. Hab die nur auf falsche Weise irgendwie getroffen. Und ja. Oh. Gibt's doch einfach nicht.
Roots. Verdammt. Ja, mehr habe ich hier nicht. Das Ding. Was? Ah, super. Also er steht da vor dem, ja, ich werde wieder angeschossen. Jedes Mal. Oh, komm doch nicht immer zurück, ey. Ich krieg die Krise. Der hat sich geheilt, ehrlich. Oh, ich komme hier nie raus, ey. Ja, da hinten der Typ. So, komm her. Uff. Verstecken? Pech gehabt. Wo bist du? Mehr habt ihr nicht drauf. Komm her, wo bist du? Hallo? Ah. Oh. Nicht cool. Oh, jetzt bist du hier, ehrlich. Mach den fertig, bitte. Ah, oh, Kotzbold, wo bist du eigentlich? Warum ist sie noch am Leben? Oh, ich so viele Stimpacks, wie ich verbraucht habe, ne? Ich hoffe, lohnt sich ja auch alles. Noch nie so einen schweren Kampf hier gehabt. Treffe ich die ganze Zeit. Finde ich gut. Du bist echt am Arsch, weißt du? Oh, Eis. Warum? Komm schon. Ich mach platt. In dieser Folge noch. Das heißt Santa Cruz. Ich komme gleich mit einer Axt rüber. Den einen habe ich schon mit einer Axt erledigt. Das muss der zweite sein. Warum wechselst du die ganze Zeit dahin? Das ist dämlich. Du bist dämlich. Das ist eine sehr dämliche Person. Geht er wieder nach rechts, ne? Warum? So, weg bist du. Hier ist immer noch irgendjemand. Mann! Oh, was? Aha, wer ist denn jetzt noch hier? Tut mir jetzt schon leid. Normaler Gang. Uff. Tschüss. So, haben wir jetzt endlich alles hier erledigt. Gut, ich würde dann sagen, wir... Oh, geil. Ich hole einen Patron. Ja. Mehr kritischen Schaden, sehr gut. Und na, okay. Würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sind weiter am Rumalbern in der Gunner Plaza in der nächsten Folge und hoffentlich zum letzten Mal dann von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.